Flunkeblunk. Auf der Baustelle mit Flunk und seinen Freunden. Wow! Hey Flunk, womit kommst du denn da angebraust? Das ist ja ein Riesenbagger. Und da ist doch schon die Baustelle. Hallo Freunde! Wow, starker Auftritt, Flunk. Und was wollt ihr bauen? Aha, die drei Schweinchen brauchen ein neues Haus, in dem sie wohnen können. Herr Fuchs hat hier die Bauleitung und sagt, was wann zu tun ist. Also dann, Herr Fuchs, womit fangen wir an? Na logisch, als erstes ist der Boden des Hauses dran. Dafür hebt Flunk erstmal ein großes Loch mit dem Bagger aus. Toller Gepflaster! Der Sand aus dem Loch wird vom Mauserich abtransportiert und abgeladen. Vorsicht, Spatz! Hinter dir! Damit das Haus einen festen Boden bekommt, muss Flunk Beton anmischen. Dafür braucht man grobkörnigen Sand, der auch Kies genannt wird. Und man braucht Zement und Wasser. Hey Flunk, da bist du ja schon fleißig am Betonmischer. Hör mal, Spatzefatz, such dir lieber ein anderes Plätzchen. Jetzt wird die Pampe in das Loch gegossen. Dann müssen wir warten, dass der flüssige Beton langsam fest wird, damit man später auch drauf laufen kann. Perfekt! Bauleiter Fuchs, was machen wir als nächstes? Na klar, die Mauern. Moin Schweinchen, wie läuft's? Ah, du trägst schon den Mörtel für die Steine auf, damit sie zusammenhalten und nicht wieder runterfallen. Also sowas wie ein Steinkleber. Wo kommen denn die Steine her? Ihr seid ja ein super Team. Gut, dass wir alle auf der Baustelle einen Helm tragen. Und nun, was bauen wir jetzt? Ja sicher, das Dach. Ein riesiger Kran. Herr Storch setzt schon mal die Ecken vom Dachgerüst auf die fertigen Wände drauf. Vorsicht, Spatz! Du suchst aber auch immer den falschen Ort aus. Hey Jungs! Ihr nagelt die Dachlatte fest, wa? Das ist Rhythmus! Das macht Spaß! So ist das Dach aber noch nicht fertig, oder? Da kann es doch noch reinregnen. Genau, die Dachziegel fehlen noch. Wenn die drauf liegen, ist das Dach dicht. Und hopp ab! Spitzen Idee, Kroko. So kommen die Dachziegel schnell nach oben auf das Dach. Das ist ja unglaublich geschickt, Krokodil. Nun sind wir schon fast fertig, oder Bauleiter Fuchs? Ach stimmt, die Fenster fehlen noch. Wir wollen ja schließlich keine Löcher an den Wänden haben. Und klick, da sitzt das Fenster auch schon in eurem Haus. Kuckuck! Was für ein wunderschönes Haus, nicht wahr, Bauleiter Fuchs? Schweinchen, jetzt könnt ihr es euch in eurem neuen Zuhause richtig gemütlich machen. Puh, das war viel Arbeit. Bauleiter Fuchs ruft zur Pause. Lasst es euch gut schmecken. Das habt ihr euch verdient, ihr fleißigen Freunde. Wie gut ihr zusammengearbeitet habt. Pfote in Pfote. Bis zum nächsten Mal.
bei Flunkeblunk. Klicke hier, um noch mehr spannende Flunkeblunk-Videos zu sehen. Und wenn du Flunkeblunk abonnieren möchtest, dann klicke hier.